Ja, in der schönen Vegetationsperiode bekommen alle unsere Tiere, egal ob sie auf Weiden stehen oder hier bei uns in den Stallgebäuden, hier die Ziegen, Grünfutter. Nur die Hunde nicht. Ja. Hier unsere Milchziegen. Hallo Heidi, mein Schatz. Jo, mein Heidi-Schätzchen. Ja, hallo. Bekommen saftiges Grünfutter. Heidi, du bist lästig. Der nächste Freund, Peterchen. Hallo. Jo. Filumen, Dackel. Schau mal, wie ihnen das schmeckt, wie sie das genießen. Ja, so soll's sein. Geh, seid nicht lästig. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Tiere möglichst viel gutes Futter bekommen. Hier auch unseren Schwenk noch, wenn mich die Hunde da irgendwie durchlassen. Ein Schwenk zu unseren Arbeitspferden in der Halle. Ansonsten sind bei uns alle Tiere draußen auf den Weiden und nur die Arbeitspferde hier. Alle Pferde sind sonst draußen, nur unsere Arbeitspferde. Siehst du auch hier, die kriegen noch mehr, unsere beiden Noriker, der Moritz und der Leo, bekommen hier ihr Grünfutter. Ganz wichtig. Die kriegen bei uns das ganze Jahr, bis auf wenn sie arbeiten halt, kriegen sie halt eine Maurerkelle voll, so eine Hohlkelle voll Hafer nach einem Arbeitseinsatz. Aber sonst werden die ausschließlich bei uns genährt mit Heu oder Grünfutter. Und schau mal, wie schön die dastehen. Ja? Und die brauchen nicht mehr. Ja? Selbst wenn sie arbeiten. Es würde ihnen gar nicht gut tun und würden sie zur Hufrehe neigen. Ja, und für mich ist das so jeden Tag auch sehr, wie soll ich sagen, persönlich wertvoll, wenn du dich um deine Tiere kümmerst. Hier, das ist immer die Geschichte neben der vielen Arbeit, die es natürlich administrativ, organisatorisch an der Akademie gibt. Für die gesamte Familie und für unsere Mitarbeiterinnen. Aber hier, das gleicht wieder aus. Dann weißt du wieder, was wirklich wichtig ist. Und ich möchte diesen Bereich meiner täglichen Arbeitsroutine definitiv nicht missen. Ich halte das für extrem wichtig. Und de facto, ich lebe hier mit meiner Familie. Ein tiergestütztes und naturgestütztes Dasein. Und das hält einen auch körperlich so weit fit, dass man den täglichen Anforderungen gewachsen ist. Und ja, dass man auch immer wieder sich besinnt, was ist wirklich wichtig. Was braucht man wirklich beim Leben, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein. Und das ist relativ einfach. Was du brauchst, ist Beziehung. Mein Schatz, ja, die ist Freundschaft, was wir hier auch erleben, und eine sinngebende Tätigkeit. Und wenn du hier das Glück hast, auf einem solchen Bauernhof oder landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten zu dürfen, ja, dann geht es dir natürlich auch seelisch soweit gut, weil du ausgeglichen bist. Das geht, die spielen wieder bis zum Verrückten. Schau dir das an. Einer unserer Hunde fehlt da noch, die Boxerhündin Emi. Die ist mit meiner Frau Andrea in der Ordination. Und ich habe unsere drei Affen hier. Ja, die hier ständige Theater machen. Okay, mit diesen Impressionen verabschiede ich mich wieder von dir. Hier von uns, von der Mauritiushof Naturakademie.